Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2. Fincredibles, Finosaurier gegen, jetzt habe ich es so schnell nicht mehr nachlesen können, nochmal irgendwas mit Uckbuck. Sehen wir gleich nochmal, da sind die Finosaurier. Wir sind wieder in einem Replay, das letzte dieser Art erstmal. Das nächste Spiel werdet ihr auf jeden Fall live kommentiert mitbekommen dann. Das probiere ich dann halt mal aus und gucke dann, was mir besser gefallen hat. Ich muss gestehen, Coach Aiden Uckbutz Schlitzers. Ich muss gestehen, dass mir das wirklich nicht so gut gefällt. Weil das Spiel jetzt ist zum Beispiel auch schon 2 Tage her. Und ich kann jetzt auch nicht mehr so direkt sagen, bei manchen Sachen, was das denn dir dabei gedacht, Finn? Kann ich nicht mehr sagen. Und das macht der auch ein Stückchen von dem Spiel aus, wenn man zuguckt, ne? Dass man sagt, was machst du da? Und dann kann ich dazu sagen, wenn ich das mache, pass mal auf, ich mache jetzt ja was ganz Verrücktes und zwar so und so. Und wenn ich das aber nach 2 Tagen dann kommentiere, dann denke ich, warum mache ich so eine Scheiße? Hä? Und außerdem, wie gesagt, beim letzten Mal habe ich es ja schon gesagt, es war so hektisch, ich bin dazu gar nichts zum Erklären gekommen. Und ja, wir hatten ja im letzten Spiel 2 Verletzte und deswegen haben wir hier 2 Auswechselspieler ausgeborgt bekommen. Und zwar Xoa von Xalaunwek Pek und Hopsifin ist cooler Typ, Glitchifin, genau, Gokklacks. Also wenn man Spieler einfach so gestellt bekommt oder wenn man sich auch sein Spiel, sein Team zusammenstellen lässt. Du kannst, wenn du ein Team erstellst, kannst du sagen, hier, lass das von Assistenten zusammenstellen, die geben dir dann einfach ein Team. Dann kannst du auch die Namen nicht bearbeiten. Nur wenn du Spieler einzeln und selber kaufst, kannst du sagen, der soll so heißen, wie ich das gerne möchte. So, da kickt der Ork an, perfekte Verteidigung und darf sich umformieren. Achso, jetzt muss ich ja wieder selber auf Überspringen drücken, ganz gut, okay. Ist nicht so wüst, finde ich persönlich. Er macht einen Fehler in der Verteidigung, dass er mir ganz, ganz viel Angriffsfläche bietet. Also wenn ihr verteidigt, beim Anstoß solltet ihr niemals mehr als 3 Leute hier an diese Linie stellen. Weil der Angreifer kann halt mit so vielen, wie er Bock hat, dann angreifen. Nun, da wird nur geschubst. Schwuppdiwupp. Da wird wieder geschubst. Schwuppdiwupp. Und da wird geblitzt. Und zwar der Troll. Ich habe hier eine schöne Überzahl jetzt. Das war der Plan, die Überzahl dabei. Und auch den habe ich diesmal leider nur geschubst bekommen. Aber jetzt passt mal auf, ich bleibe mit dem stehen. Und deswegen kann der Troll dann keinen direkt angreifen in der nächsten Runde. Sondern müsste blitzen. Das war dann das, wo ich gesagt habe, okay, ist ein Erfolg. Weil der Troll, der hat erstens mal die Chance, nichts zu tun. Das ist immer eine Chance. Wo ist er? Mitspieler werfen. Sau blöd. Auf eine 2+ muss er erstmal würfeln, bevor er was machen darf, ob er überhaupt was machen darf. Sonst bleibt er dann nur stehen und macht ja nichts. Und das ist sogar bei dem Troll so, wenn er keinen Kumpel in einem umliegenden Feld hat, dann wird das eine 50-50-Chance nur noch. Oder ist das hier auch so? Das ist zumindest in den grundlegenden Blood Bowl-Regeln so. Ich muss das hier noch einmal kurz durchlesen. Dieser Zug hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Der Spieler verliert seine Tackle-Zone. Ach nee. Nee, das ist keine Sonderregel. Der hat einfach auf die 2+. Zack, da ist er saublöd. Steht da ganz alleine rum und kann nichts machen. Supi. Richtig gut. Ja, wir haben schon den Ball geschnappt mit Xor von Chalanuaya. Walla walla bing bong. Es gibt übrigens nicht jedes Team. Ah, er hat Blocken. Deswegen ist er stehen. Nicht jedes Team hat sowas wie einen Troll. Die Menschen haben zum Beispiel einen Oger und die Echsenmenschen haben den Kroxigor. Das ist nochmal der größere Dinosaurier. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich das schon erzählt habe beim letzten Mal. Na, auf jeden Fall haben wir noch keinen Kroxigor, weil wir nicht so viel Geld hatten. Wir kaufen aber, sobald wir das Geld haben, kaufen wir einen. Haha, da hat das Ausweichen verkackt, den Reroll schon benutzt, ist sein Zug vorbei. Wizdrops ist lutscht für diesen Zug. Ja, was wollte ich noch erzählen? Achso, wir spielen natürlich in einer Liga. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, hier, ich spiele. Oder Freundschaftsspiele. Aber das ist langweilig, glaube ich. Weil nur in der Liga hast du ja dann auch diese Charakterentwicklung und die anderen Teams und bla. Und wir spielen in der Flossengenossen-Liga. Die hat der Fischkorb ins Leben gerufen. Der übrigens auch schuld ist, da ich mir das Spiel überhaupt gekauft habe. Weil bei dem im Stream habe ich das gesehen und dann mich entschieden, das muss da haben. Das muss ich haben, das Spiel. So, und da seht ihr es. Ich habe hier den Skink sehr, sehr mutig. Da hatte ich nicht drauf geachtet zu dem Zeitpunkt noch, dass ich hier meinen guten Hopsifin hinstelle, wo ich diese Leute, die man hier so angeheuert kriegt,
Wenn die sterben, ist nicht passiert, ist egal. Die waren ja eh nur geliehen. Aber meinen guten Hopsi-Finn stelle ich hier neben den Troll. Das war nicht so klug von mir. Aber ich bin ja auch noch jung. Also in dem Spiel. So viel habe ich ja auch noch nicht gespielt. Übrigens, die Echsenmenschen, die waren ja einer der beiden Vorbesteller, Boni. Und zwar durfte man sich dann aussuchen, ob man Echsenmenschen oder Waldelfen haben möchte, zusätzlich als Team geschenkt, wenn man das Spiel dann... Und die Jungs von Cyanide haben dann gesagt, ah, wisst ihr was, die Vorbesteller kriegen beide und alle, die jetzt noch schnell das Spiel kaufen, kriegen die Echsenmenschen. Deswegen habe ich jetzt auch noch die Echsenmenschen bekommen. Das gilt auch für euch übrigens. Ich glaube jetzt, wenn das Video rauskommt, gilt das sogar noch. Das war ursprünglich begrenzt bis zum 28. Da hat er zweimal Kacke gewürfelt, schon wieder vorbei sein Zug. Wird auf jeden Fall ein Touchdown. Ja, so, hier mache ich jetzt, was mache ich? Ah genau, ich stelle mich da erstmal hin, weil er hat niemanden, der den erreichen könnte. Und dann kann ich die Uhr ein bisschen runterspielen, damit er in dieser Halbzeit nicht nochmal gegenpunkten kann. Das ist eine solide Taktik, jetzt möchte man sagen, aus normalen Spielen, sag ich mal, pfui wie gemein, aber das ist in Blood Bowl, ist das real, weil es nicht immer ganz leicht ist, dem Gegner den Ball abzuluxen. Und wenn man die Zeit hat und die erste Halbzeit runterspielen kann, sollte man es tun. Deswegen stehe ich da jetzt so komisch. Rums. Ja, dass ihr es nur wisst und ihr braucht mir auch gar kein schlechtes Gewissen deswegen einreden, das macht man so. Bams! Gelähmt. Also das Spiel läuft bisher wie am Schnürchen für mich. Und ich stelle meinen Ballträger noch weiter zu. Also da musst du dir jetzt schon ordentlich Mühe geben, wenn du die noch haben willst. Und ich stelle den hier vor, jetzt aber hier hin. Wenn da jetzt Druck aufgebaut wird, kann ich hier noch rüberreichen und hier noch wegrennen und noch einen Zug damit verbringen. Also das habe ich mir schon so schön ausgedacht. Seht ihr, jetzt weiß ich zum Beispiel noch, was ich mir dabei gedacht habe. Hier passieren jetzt wieder Würfel. Und er haut meinen Saurier um. Voll wie gemein. Und jetzt versucht er mit dem Goblin. Die Goblins sind übrigens auch... Mit dem Ork, von dem Ork-Team habe ich nicht so richtig Ahnung, muss ich gestehen. Nee. Schwupp. Armer kleiner Rutschi-Finn. Aber ich sehe gerade, die Goblins haben auch nur zwei Stärke, so wie meine Skinks. Wird also ein fairer Kampf, sage ich mal. Die rennen sechs. Oh, erst habt ihr die Würfel gehört? Hier, zum Ball gehen, zum Ball gehen. Das ist nicht so gut übersetzt, ne? Weil es ist ja nicht immer zum Ball. Es ist im Englischen heißt go for it. Das ist einfach sprinten. Und es ist halt übersetzt zu zum Ball gehen. So, passt mal auf, jetzt mache ich noch was Verrücktes. Jetzt blitze ich hier mit meinem Skink seinen Goblin und hau den erstmal um. Weil zwei Skinks, ein Goblin, gleiche Stärke, kriegt zwei Würfel, gibt's ein bisschen aufs Brett. Ja? So, und mit ihm, weil der sowieso nochmal mehr Beweglichkeit hat als der böse Goblin, renne ich einfach weg und stelle meinen anderen Skink dahin. Dass der Goblin ihn blitzen muss, wenn er ihn kaputt kloppen will. Weil der Gegner hat ja nur einen Blitz pro Runde. Das finde ich eine sehr interessante... Das ist eine sehr spannende Sache, weil du dich echt entscheiden musst für die eine Person, die laufen und hauen darf. So, jetzt klatsche ich den da weg. Achso, das hat mir gar nichts gebracht, sehe ich gerade. Ich glaube, das war der Plan, dass ich den befreie, weil wenn jemand, so wie jetzt hier zum Beispiel, er hier blockiert, dass er ihn unterstützt, wenn er den Troll angreifen will. Wenn der jetzt weg wäre, würde er plus einen Stärke kriegen. Und das war mein Plan ursprünglich, dass ich ihn da weghaue und nicht verfolge, damit ich hier Bonusstärke kriege. Aber dann habe ich den nicht beachtet. Jetzt musste ich mit dem Skink hier rum. Und weil der hat mehr Stärke, da hätte ich sonst rote Würfel gehabt. Und zack. Umgenietet die Maus. Wieder ein sehr erfolgreicher Zug. Läuft bis dato extrem gut die Runde. Und er gleich sein erster Angriff. Rums, umgekippt. Scheiße, wieder vorbei. So, ich kann jetzt hier nochmal rumtanzen. Er hat auch keine Rerolls mehr. Ich glaube, er hatte nur zwei, wenn überhaupt. Beziehungsweise ich kann mit ihm einfach stehen bleiben, weil der komplett außer Gefahr ist. Ja. Bam! Und jetzt gibt's hier noch aufs Maul für den Goblin. Leute, jetzt den blitzig noch. Zack, schubsen wir noch weg. Und hinterher.
Voll der Minikampf hier. Eigentlich gehst du mit den Skinks so gut es geht nicht kämpfen, weil die halt nichts aushalten. Aber gegen so einen Goblin, ich bitte euch. Oh, jetzt laufe ich hier noch mit dem Saurus rum. Ich habe auch den Fehler gemacht. Ich hatte die freie Saurier. Da hätte ich mit dem Saurus jetzt schön hinten zu den Skinks gehen können und dem den Ball geben. Weil die Saurusser, die kriegen halt eigentlich nur Erfahrung, wenn sie Leute verletzen oder MVP werden. Da habe ich jetzt den Troll noch gefoult, damit der nicht aufstehen kann. Damit er mir nicht nochmal reinfuscht. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass er K.O. geht oder verletzt, dass er ganz raus ist, aber so eine Runde gelähmt ist auch erstmal gut. Das ist wirklich faulen, Leute. Ich habe das gestern erlebt im Spiel, da hat mein Gegner mich im letzten Zug nochmal gefoult. Der spielt auch noch nicht so lange, deswegen faulen. Wenn ihr mit faulen jemanden verletzt, ich habe es ja erzählt, wenn du jemanden verletzt, kriegst du 2 SSP, also Erfahrung. Wenn du mit Faulen jemanden verletzt, gibt es keine Erfahrung dafür. Das heißt, im letzten Zug Faulen ist einfach nur assi, weil der Gegner einen Verletzten oder Toten bekommen kann. Ja, so, er ist auch kleinwüchsig, konnte deswegen extrem gut ausweichen, klatscht mir jetzt meinen Skink weg. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, da liegt der Ball jetzt in der Endzone, aber weil ich nicht am Ball bin, ist es kein Touchdown. Das ist wichtig zu wissen. Ich muss den Ball aufsammeln, damit ich dafür einen Touchdown bekomme jetzt. So, aber ich habe noch 3 Züge übrig. Das sollte sich ausgehen. Ich habe hier unten alle beschäftigt. Da kann mich keiner stressen kommen. Wie das jetzt passiert, das weiß ich nicht. Was hat der denn hier? Zeig mal her. So. Dankeschön, liebe Videosequenz. Kann ich richtig schön nachgucken, Alter. Ausweichen. Lebensmüde. Gegner des Ticketzones. Nö, hat damit nichts zu tun. Warum habe ich den Zug da beendet? Ich hätte doch noch angreifen können. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mist. Naja, wie auch immer. Achso, ich glaube, er ist umgekippt. Ich wollte mit ihm vielleicht blitzen. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall läuft es bis dato sehr, sehr gut. Und warum ich drauf gekommen bin, genau, mit den Sauriern, kriegt man eigentlich nur, wenn man Leute lähmt, also Leute kaputt haut oder MVP wird, also, ne, bester Spieler, SSP, deswegen entwickeln die sich ein bisschen langsamer, weil die können nicht passen. Und deswegen, wenn man so eine sichere Situation hat, wo man mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit einen Touchdown machen kann, dann lauft hin und genug Zeit hat auch, genug Runden, das ist auch wichtig. Lauft hin und versucht, auch wenn die Chance verhältnismäßig gering ist, wenn ihr 2 Runden dafür Zeit habt, versucht eurem Saurier den Ball zu geben, damit der einen Touchdown machen kann. Dann kriegen die nämlich schön Punkte. Wenn ihr auch Echsenmenschen spielen solltet. Ne? So. Und jetzt gibt's ja nochmal ein bisschen aufs Maul für die Goblins. Hab ich beschlossen. Zack, verletzt. Gibt erstmal 2 Bonuspunkte für den Falschen. Für Kotzo Knopi, für den Geliehenen. Ganz klar. So, und jetzt blitze ich mit ihm hier noch den Goblin. Und schicke ihn Crowdsurfing. Tschüss, hau rein. Bam. Hat er schon keine Goblins mehr. Schon ungeil, ne? K.O. die Maus. So, stehe ich noch mit dem Saurier auf, um den Troll zu blocken. Und Touchdown. Touchos Downus. SED-Bet. Das habe ich jetzt leider gemacht mit dem Geliehenen, glaube ich. Das war das Problem. Da kommen die Cheaters wieder. Und jetzt hat natürlich der Geliehene lustige Skink die Dings bekommen, die Erfahrung für diesen Touchdown. Das ist genauso wie der andere Geliehene die anderen Dings bekommen hat. Das ist also schön blöd. Deswegen einen von den Geliehenen habe ich dann gekauft. Die bieten sich nach dem Spiel dir dann an. Und deswegen haben wir den jetzt im Team, der nichts mit Finn heißt. Und wo ist er denn hier? Wo ist er denn noch hier? Ach nee, das war der gar nicht. Ich habe doch mit dem anständigen Skin getouchdownt. Ach, der hatte die Punkte vom Dings nur. Vom, ihr wisst schon, wie es heißt. Vom Verletzen. Ah ja. Na, auf jeden Fall habe ich den dann gekauft und habe jetzt fürs dritte Spiel, was ihr dann hoffentlich morgen oder die Tage seht. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt täglich kommt. Muss ich mal gucken. Weil so ein Spiel dauert schon eine Weile. Und dann jetzt gerade mit dem einmal spielen und dann nochmal angucken fürs Nachkommentieren, dauert es halt doppelt. Ne? Also nicht ganz doppelt, weil
Das Nachkommentieren geht schneller als das eigentliche Spiel. Ihr habt es auch gesehen, die letzte Folge hat ja auch nur 34 Minuten, glaube ich, gehabt. Und so ein Spiel dauert schon immer eine Stunde. Ich weiß nicht, ob die hier Wartezeiten rausgeschnitten haben oder... Achso, nee, genau, die Würfelüberlegzeiten, die haben sie rausgeschnitten. Du hast ja beim Würfeln immer 15 Sekunden Zeit zum Überlegen. Und hier kommt halt immer sofort, welcher Würfel ausgewählt wurde. Und das beschleunigt halt enorm bei der Anzahl an Würfeln, die man in diesem Spiel würfelt. Ja, er stellt jetzt hier auf für einen Angriff, weil dadurch, dass ich getouchdownt habe, kriegt er jetzt natürlich den Ball, bekommt noch einen zusätzlichen Wiederholungswurf und hat aber jetzt nur noch zwei Züge Zeit für einen Touchdown, was für mich ganz gut ist. Es war natürlich blöde, dass ich meinen Skink, ach, war nur der Geliehene, gut, aber trotzdem mit zwei, direkt vorne vor den Trollstelle, weil der kann nur aufs Maul kriegen. Hat jetzt Glück gehabt, der kleine Mann. Aber, also, so den Skink dahinzustellen, wirklich nur mit geliehenen, Leute. Mit euren eigenen wertvollen Skinks, lasst it blame. So, da musste er jetzt seinen neuen geschenkten Reroll aufwenden, weil er Kacke gewürfelt hat. Lähmt mir wieder den Knüppelfin. Finde ich sehr, sehr unangenehm. Und dann blitzt er hier nochmal den Skink. Zum Glück den geliehenen, aber der leider schon zwei Erfahrungspunkte hat. Plopp, einer auf den Kopf. Bud Spencer-esque hat er den weggenatzt. Und weil er geblitzt hat, durfte er jetzt sich hier nochmal hinbewegen und konnte meinen Saurier blockieren. Ja, so, jetzt stellt er hier noch Leute hin. Angreifen kann er nicht mehr, er hat niemanden mehr in Attack-Range. Und jetzt fault er. Das darf man auch trotz Laufen. Den Gelähmten gefoult ist zum Glück nichts passiert. Also beim Foulen hast du halt immer die Chance, entweder gelähmt zu werden oder verletzt oder K.O. oder zu sterben. Sterben ist immer eine Option in diesem Spiel. Also mir ist auch schon einer beim Sprinten gestorben. Weil immer, wenn die Leute hinfallen, egal aus welchem Grund, musst du würfeln, ob die sich verletzen oder sterben. So, und, ne? Ich glaube, auf der Verletzungstabelle ist die 12 mit zwei Würfeln sterben. Und ihr wisst ja, Sprinten ist die 1. Also ich habe eine 1 beim Sprinten gewürfelt und eine 12 bei der Verletzung. Und dann ist mein Spieler gestorben am Sprinten. Das war schön. So. Jetzt verkloppt er mich nochmal ordentlich hier. Aber er kann nichts mehr machen. Das, also in dieser Halbzeit kann er auf jeden Fall nichts mehr machen. Und wem mache ich was vor? Ihr seht doch den Balken hier unten, das Spiel ist bald vorbei. Aber warum das bald vorbei ist, werden wir erst in der nächsten Halbzeit erfahren, glaube ich. Bam! Klatscht er nochmal einen kleinen Skinky-Fin um. Voll gemein, gelähmt, aber ist nicht so weiter wild, weil diese Halbzeit ist gelaufen. Versucht nochmal meinen Saurier zu faulen. Beim Faulen besteht halt auch immer die Chance, vom Feld geschickt zu werden, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und wenn er jetzt den hier zum Beispiel nur lähmt beim Foul. Und selbst vom Feld geschickt wird, hat er Minus dabei gemacht. Ne, da hat er jetzt Glück gehabt, aber er hat es auch nicht gut genug gemacht. Du musst ordentlich Leute rumstellen ums Foul, um eine hohe Chance zu haben. Weil die geben dann plus ein auf das Foul. Und dann kannst du die Leute echt verletzen. Und also beim Foul ist wichtig, ist K.O. Aber verletzt ist richtig gut, weil K.O. kann immer wieder aufstehen. Das ist ja bei jedem Anstoß, kann ein K.O.-Spieler aufstehen. Und Verletzte nicht. Die springen, so, bekommt wieder einen Wiederholungswurf. Die fallen aus, dieses Spiel. Fallen aus wegen sind nicht. So, da greift er wieder sofort mit dem Troll meinen kleinen Skink an. Diesmal der Geborgte ohne Punkte. Ich habe extra den Geborgten hingestellt. Auch vorher schon, weil soll er machen, das ist gelähmt. Das ist doch nur ein Skink und nur ein Geborgter. Hätte auch verletzen können oder töten, wäre mir egal gewesen. Hat aber auch schon seinen Wiederholungswurf benutzen müssen. Also jetzt... Ah gut, jetzt sind seine Blocks eh alle durch, aber alle meine Saurier stehen frei. Bis auf den einen. Achso, nee, er kann ja nur laufen, verzeihung. Das ist wirklich, wenn ihr gegen Echsenmenschen spielt, seht zu, dass ihr die Saurier zustellt. Er handelt allerdings frei nach der Prämisse,
immer einen Skink hauen. Ne? Das bietet sich auch an. Wenn ihr könnt, haut die Skinks, weil die eben, die haben nur 7 Rüstungen. Die haben erstens nur 7 Rüstungen, genau. Und bei einem Wurf von 7 oder 9 hat der Verletzungstabelle als K.O. bzw. schwer verletzt. Genau. Die haben nur 7 Rüstungen und lassen sich auch noch leichter verletzen. Also, da könnt ihr ordentlich Erfahrung machen. Und wenn der Gegner keine Skinks mehr hat, hat er niemanden. In dieser Phase des Spiels jetzt, wo man noch keine Saurier ausbilden konnte. Weil mit denen kann man auch heißen Scheiß machen, sag ich. Hat er niemanden, mit dem er solide rumrennen und den Ball sammeln kann. Und ihr seht, auf der Seite habe ich so viele Saurier frei. Guck mal, wie ich ihm hier jetzt schon auf die Pelle rücke. Und jetzt mit den Skinks noch die Lücken fülle, beziehungsweise die erstmal noch verstecke. Weil ich habe aus dem ersten Spiel gelernt, meine lieben Freunde, die Skinks waren dazu offen. Beziehungsweise am Anfang konnte ich ja nicht viel für. Ich wollte schön was aufsetzen und dann den Skink reinrennen. Und stattdessen habe ich halt sofort immer verkackt. Ihr habt es ja gesehen und dann standen meine Skinks frei. Und das war halt unangenehm. So, den wollte ich eigentlich umhauen, damit der Skink nicht ausweichen muss. Aber ist ja... Wir haben ja hier noch einen, mit dem wir angreifen können. Und dann klappt es auch mit dem Domino-Effekt. Und jetzt kann der Skink hier einmal auf die andere Seite rennen. Warum auch immer. Ich hätte auch hier durchschlüpfen können, aber... Ah gut, er hätte hier zu viele frei gehabt. Wenn er den hier umhaut, hat er hier 3 Leute frei, mit denen er meinen Skink wegvögeln kann. Das wollen wir nicht. Er versucht jetzt natürlich hier auf der Front die Leute wegzudrücken. Warum auch immer, verstehe ich. Also ja, um sich hier Luft zu machen. Vergurkt hier das Ausweichen. Macht einen Reroll, verguckt es nochmal. Zack. Da liegt er und mein Skink direkt neben dem Ball. Obwohl er den Anstoß hatte, ne? Guckt euch das an. Das ist der zweite Zug der zweiten Halbzeit. Er hat den Ball bekommen quasi. Also ich habe ja angeschossen. Ich krieg den Ball und kann direkt durchrennen. Und bevor ich das aber mache, versuche ich natürlich noch Schmerzen zu verursachen mit den Sauriern. Weil die wollen ja auch Erfahrung haben. Und wenn das Spiel noch weitergeht und er vielleicht noch ein Ass im Ärmel hat, einen Trick in der Tasche, dann fände ich das auch nicht schön, doch nur zu verlieren. Für ein Spiel, was bisher so perfekt lief. Aber wie ihr seht, der Zeitstrahl ist gleich weg. Schwuppdiwupp, keine Verletzungen, da habe ich so drauf gehofft. Warum ich mit dem nicht aufgestanden bin. Achso, ja klar, weil wenn er nicht steht, ne, dann muss er ihn faulen. Und so ein Skink-Faulen war sie nicht. Wenn er jetzt aufgestanden wäre, und da hat er aufgegeben. Da hat er keine Lust mehr gehabt. 2:0. Und ich sehe gerade, also beziehungsweise ich habe es vorher schon gesehen, wenn Leute aufgeben, kriegst du 2 MVPs. Und das ist richtig, richtig geil. Weil MVP gibt 5 Punkte. Und 2 MVPs für Saurier ist awesome. Das ist einfach großartig. Und... Ja, Glitchy Finn hat 3 Punkte bekommen für den Touchdown. Guckt du das für die einzige Verletzung, die ein Lizardman-Team hergestellt hat, war von einem Skink. Das müsst ihr euch mal geben. Ja, das war das zweite Spiel. Wie gesagt, nochmal gerecastet. Das dritte Spiel werdet ihr dann direkt dabei sein. Hier seht ihr ein paar von meinen Teams. Huch, die gehen euch gar nichts an. Und wir wollen uns die Finosaurier angucken. Weil jetzt ist der Stand. Das Motto ist natürlich Schleck, Rums, Zisch. Weiß ich auch nicht, wie ich dazu kam. Und ja, wie gesagt, ich habe dann, weil der eben die Erfahrung hatte hier, habe ich den gekauft. Jetzt habe ich immer noch kein Geld für den Dings gehabt. Für den, wie heißt er denn? Für den Kroxigor. Den müssen wir haben, der ist echt gut. Richtig gut. Cooler Typ. Tja, Personal habe ich gekauft am Anfang. Wir hatten, glaube ich... sehr viel Geld übrig und hat für 3 Rerolls gereicht und 4-mal Fanfaktor. Und Fanfaktor ist ganz geil, ihr lest es da. Wie beliebt erheblich auf das Ergebnis der Anstoßtabelle. Also immer, wenn diese Zeitungsmeldung kommt. Das ist das Ergebnis der Anstoßtabelle. Und der Fanfaktor hilft mir dabei und deswegen habe ich das mitgenommen. Die beiden sind auch gut dafür. Aber ich glaube, dafür muss man die erstmal gewinnen, die Anstoßtabelle. Um dann Cheerleader, bla 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 und hier Assistenztrainer hier für diesen zusätzlichen Wiederholungswurf. Und ich finde es wichtiger, das erstmal zu gewinnen. Ist mir egal, wie gering mein Vorteil ist, Hauptsache ich kriege einen Vorteil. Ne?
Nicht, dass der Gegner... Oh, ja. Sponsor, Blutweiser haben wir genommen. Und Infrastruktur, Level, Upgrade. Wir könnten unser... Aber erstmal brauchen wir einen Kroxigor. So, Statistik. Durchschnittsergebnis 1. Gefangen? Was ist denn gefangen? Naja. Ach so, hier, Pässe und so. Okay, ja, meine Lieben. Dann haben wir schon das zweite Spiel rum. Wie gesagt, das dritte Spiel folgt auf den Fuße. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Oh, tschüssli Müsli.